meine Ganztagsklasse in die 7. CG. Als erstes zeige ich euch mein Klassenzimmer. Meine Mitschülerinnen und ich sind den ganzen Tag an der Schule. Wie ihr seht, ist unser Klassenzimmer wirklich sehr groß. In einer Ganztagsklasse ist uns die Klassengemeinschaft wirklich sehr wichtig. So, und jetzt gehen wir in unser Sekretariat. Frau Hunsheimer und Frau Griesbeck sind unsere zwei Sekretärinnen. Sie sind richtig nett und helfen uns immer. Sie sind für alle Notfälle bereit, also sind sie unser Rettungsdienst 2.0. Nun führe ich euch in einen ganz besonderen Ort, den nicht jede Schule hat. Und zwar in unsere Barockkirche. Hier feiern wir immer unsere Gottesdienste. Wir haben sogar Adventskonzerte, in denen ich übrigens auch schon mitwirken durfte. Wir haben auch ein Fürbittenbuch. Da können wir unsere ganzen Sorgen reinschreiben. Dann sind die ganz schnell weg. Von unserem Klassenzimmer ist es nicht weit bis zum Pausenhof. Der wurde übrigens letztes Jahr neu gestaltet. Jetzt führe ich euch in unseren Speisesaal. Derzeit sitzen hier nicht mehr als zwei Schülerinnen an einem Tisch. Ihr wisst schon, wegen der Corona-Distanzregeln. Es ist kein Problem, hier alle Schülerinnen unterzubringen. Wie ihr seht, ist unser Speisesaal wirklich sehr groß. Das Essen, das Schwester Anna-Maria kocht, ist wirklich sehr lecker. So, und weiter geht die Schulausführung. Das ist unsere Bibliothek. Hier können wir uns spannende und lustige Bücher ausleihen und sogar DVDs. Hier finden auch Lesungen und Vorlesewettbewerbe statt. Ich bin übrigens auch im Bibliotheksteam und helfe mit, dass die Bibliothek immer schön ausschaut und dass die Schülerinnen in der Pause Bücher ausleihen können. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch bei den Schulleiterinnen vorbeischauen. Mal sehen, wer gerade da ist. Oh, wir haben Glück, Frau Vornhoff ist da. Sie hat zwar immer viel zu tun, aber nimmt sich trotzdem gerne Zeit für uns. Und wenn man Kummer hat und zu Frau Hertinger oder Frau Vornhoff geht, ist diese ganz schnell weg. Hier befinden wir uns in dem Raum St. Ursula. Jeden Mittwoch proben wir hier für unser Theaterstück Das Wolfsland. Das führen wir übrigens auch im März auf einer Bühne auf. Herr Jonas Holdermann, du wirst die Unterbringung in diesem Betonkasten bestimmt überleben, Luisa. Hier ist die Liste der Zimmer. Ich habe gegoogelt. Aus der Gegend hier ist vor einem halben Jahr ein Junge verschwunden. Bis heute ist er nicht mehr aufgetaucht. Das ist die Turnhalle. Hier toben wir uns immer richtig aus und spielen Spiele oder Golf, Basketball und vieles andere. Zurzeit tanzen wir mit Gymnastikbändern und spielen Golf. Und hier eine kleine Kostprobe. Wir haben in allen Klassenzimmern Screenboards. Das macht wirklich mega Spaß. So, und jetzt spielen wir Minigolf. Hier sind wir im Zeichensaal. Hier zeichnen wir und basteln. Zurzeit bauen wir Burgen. Das sind Nana-Figuren, die von unseren Schülerinnen aus der Q11 gestaltet und bemalt wurden. Hier sind wir im Musiksaal. Auf diesem Flügel werden wir immer von unseren Musiklehrkräften begleitet. Wir haben auch Klassenkonzerte, bei denen jeder vorsingen darf oder mit ihrem eigenen Instrument vorspielen kann. I'm shouting from the rooftop, be back. Tell me when you come and save me. I'm shouting from the rooftop, be back. Come pick me up, come pick me up. Das war eine kleine Kostprobe. So, das war jetzt meine kleine Schulausbildung. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben natürlich noch viel mehr zu bieten. Am besten, du schaust einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.